Okay, Moshi Moshi, Leute. Ich bin's wieder, Paris 080, und wir spielen so Mario Post 2. Puh. Ein bisschen erholsames Game. Bei Cave Story, da geht echt die Party ab. Aber was für eine Party? Ich glaube, ich weiß, wo es nochmal ist. Ja, ist ewig her, Leute, deswegen muss ich mich noch ein bisschen erinnern. Hoch, hoch hinaus wollen wir. Oh, Mann. Ja, super. Nein. So, du blödes Viech. Hier kommt meine Rache. Ja, stört einfach runter. Okay, so holsam ist das vielleicht doch nicht. Man muss doch schon ein bisschen aufpassen. Ja, ja, wir wollen hoch hinaus. Ja, toll, spring dagegen, Peachy. Das ist auch eine gute Idee. Wie denn auch sei. Ein bisschen Sutsche rangehen und so. Davon geht die Welt ja auch nicht unter. Naja. Tja, Leute. Heute haben wir den 15. Mai. Ja, müssen ja Mai haben wir. Und es war eigentlich ein schöner, warmes Wetter gewesen. Schön warm und so. Ja, so warm, dass es wieder ein mächtiges Gewitter gibt. Also gegeben hat. Was rede ich da für ein Deutsch? Alter Schwede. Wieso bist du nicht gesprungen, Peach? Na toll. Ich sehe schon, ich segel eben noch einmal hinunter. Naja, ich muss jetzt die Bogenranke dahin. Ach so, anscheinend springt sie nicht, wenn sie auf dem Teppich steht. Warum sie abrutscht, das weiß ich jetzt auch nicht. Hallo, ich hab nur auf Sammeln gedrückt. Oh, Peach. Meine Fresse, was ist denn los mit dir? So, weg mit das blöden Viech und schnell nach oben. Jetzt kommen diese komischen, ja, Fliegefleischgedöns. So. Und die Nerven. Ach du Schande. Nee, die sind nur zur Zierde. Na toll. Eine feuerscheißende Blume. Reizend. Da gibt es immer eine Möglichkeit. Nämlich ein Pilz. Den du ja. Mann. Den du eigentlich ja auf den Kopf schmeißen solltest. Hab ich irgendwas verpasst? Wieso ist die Steuerung auf einmal so komisch? So. Man muss natürlich auch aufpassen. Die rotzt noch ein bisschen nach. Also nicht so gleich weitergehen. Ich hoffe, hier war mein Pilz. Ich muss mal wieder groß werden. Jupp. Ja, ich fühle mich besser. Gut, hier kriege ich zwar keine Münzen, aber da fetze ich dich gerne drauf. Und die Pflanze ist wieder da. Warum habe ich eigentlich kein Pflanzenschutzmittel? So ein richtiges giftiges Zeug, wo die Pflanzen uns schon beim Anblick eingehen. Okay. Ich dachte, ich könnte rübergleiten, aber ich glaube, Peach kann nicht gleiten, wenn sie irgendwas schleppt. Na, wenigstens muss ich nicht nochmal den ganzen Weg nach oben. Das wäre. Naja. Was? Ja, ich vergeude meine ganzen Leben. Wofür? Weil ich Peach nicht steuern kann. Dabei ist sie eigentlich der einfachste Charakter überhaupt. Oh mein Peach, bitte wechsel doch die Schuhe aus. Und kannst auch
Kannst auch Luigi mal drum bitten, dass er es mal tut, damit er nicht immer davon glitscht. Hm? Ja, der Pilz steht eigentlich auf der Pflanze. Darum sieht es aber auch so aus, als ob sie schweben würde. Keine Ahnung, warum da so viel Pixelfreiheit drin ist. Knapp daneben ist auch vorbei. Was, Leute? Ach ja, das blöde Viech rotzt ja in die andere Richtung. Na, zum Glück kann sie nicht hinterher. Wenn man vom Teufel spricht, da kommt er schon. Eine blöde. Ja, wie viele gibt's denn noch von euch hier? Ich habe ja vergessen. Manche dieser blöden Pflanzen können ja laufen. Laufende Pflanzen. Wer hat denn davon was gehört? Wenn ich mich nicht täusche. Wie bin ich eigentlich denn gerade dahin gekommen? So bestimmt nicht. Ich lasse mir es mal lieber. Drei Herzen sind mehr als zwei Herzen, oder? Okay. Also es gab auch ein schönes Gewitter und so. Tja, ist ja nicht schlecht. Problem ist nur, wenn Gewitter ist, dann mache ich auch meinen Computer lieber aus, weil, naja, bei meinem Glück schlägt der Blitz dann ein und ich kann mir einen neuen PC kaufen. Hatte ich zwar eh vorgehabt, aber trotzdem, man muss es nicht heraufbeschwören. Oh, du. Ich kann das Ding nicht schmeißen, nur weil da eine Wolke davor ist. Wirklich, Leute. Toll. Ich dachte schon, das blöde Viech fällt mir auf den Kopf. Das darf doch nicht wahr sein! Der Pilz bleibt. Der Pilz bleibt wirklich allen Ernstes an der Leiter hängen? Ist das euer verfickter Ernst? Ich dachte schon, Peach mal, sie müsste jetzt abstürzen. Okay, das ist ziemlich riskant, was ich mache, aber wenn ich mich recht entsinne, gab es da auch einen Pilz. Da muss ich jetzt mal rankommen. Aber ich muss also ganz schnell nach rechts, sonst sieht das alt für mich aus. Hä? Ach, ich kann hier oben lang. Toll. Nur das doofe Viech verfolgt mich einfach, meint, ach, ich verfolg dich mal. Durch die Tür schnell. Kein Pilz! Alter, seid ihr Arschlöcher. Da hätte ich hier echt guten Pilz gebrauchen. Boah, ich da. Okay, dann brauche ich da wenigstens nicht lang. Natürlich mal nochmal. Oder? Ach, keine Ahnung. Was mit mir los ist. Andererseits, naja, diese blöden, feuerspuckenden Pflanzen haben mich schon immer angekotzt. Und noch etwas, man sollte niemals mit Kopfschmerzen spielen. Niemals, das ist keine gute Idee. Wie denn auch sei, ich bin ein bisschen weitergekommen, zumindest bei Cave Story, aber ein kleiner Erfolg.
Was will ich mir vormachen? Das war alle Banane. Das war Banane in Quark. Richtig schön durchgemixt und sowas. Hat nicht gerade ein sättiges Gefühl hinterlassen. Das sättige Gefühl eines Erfolgs, eines Hochgefühls, dass man endlich was geschafft hat. Na gut. Wir sehen uns demnächst, Leute. Ich bin Person 80 und wir spielen oder wir fehlen bei Super Mario Bros. 2. Bis bald!